Hallo Jungs und Mädels, herzlich willkommen wieder. Diesmal knacken wir diese Aufnahmeprüfung von Studienkolleg Hannover. So, jetzt geht's los. Erste Aufgabe hier links oben. Wir haben ein Dreieck und der Winkel DAC ist gleich der Winkel BAD. Okay, mit dem sogenannten Winkel halbierenden Satz können wir aussagen, dass AC, die Länge von AC durch die Länge von AB ist gleich die Länge von CD durch die Länge von DB. Das heißt hier 5,8 durch 5,5 ist gleich CD durch 2,8. Das heißt, die Länge von CD ist 5,8 mal 2,8 durch 5,5. Das ist ungefähr 2,95. Ja? Nächste Aufgabe, okay, mittels Pythagoras können wir sofort x finden. Und x ist gleich 5. die Fläche von dem Dreieck ist gleich 5 mal 12 durch 2 und das ist 30. Und hier wurde gesagt, dass die Fläche von diesem Dreieck ist gleich die Fläche von Parallelogramm B. Das heißt, Fläche Parallelogramm B ist auch 30. Und was ist denn die Formel von Fläche von Parallelogramm? Das ist Grundseite mal Höhe. Das heißt, die Grundseite ist 12 und die Höhe ist y. Das heißt, y ist 2,5. Das ist 5, y ist 2,5. Ne? Und R. Okay. Die Fläche von R ist die gesamte von, ist die Fläche von dem gesamten Parallelogramm minus das kleine Parallelogramm minus das Dreieck. Das heißt hier, die Grundseite ist 20 und die Höhe ist 12 plus 2,5 und dann minus 30 minus 30. Das heißt, R ist 230. Okay, nächste Aufgabe. Wir müssen H, X und A finden. Und wiederum mit Pythagoras können wir H finden. H Quadrat ist 8 Wurzel 2. Quadrat minus 8 Quadrat. Ihr könnt auch selber ausrechnen, das beträgt 8. Okay, wenn wir H herausgefunden haben, können wir auch jetzt X finden. Wie? Die Fläche von
dem 3x ist 8 plus x mal die Höhe h durch 2 ist gleich 56 hier. Das heißt, 8 plus x ist gleich 14 und x ist gleich 6. Jetzt können wir auch a herausfinden, wiederum mittels Pythagoras. Man sieht, wenn hier 6 beträgt und h 8 beträgt, hier sollte ja 10 sein. Okay? 8, 6, 10. Nächste Aufgabe. Wie lang ist a? Hier haben wir den sogenannten Strahlensatz. Der besagt, dass a durch 3 ist gleich 7 durch 5. Ja? Das heißt, a ist gleich 21 durch 5. Das heißt 4,2. Nächste Aufgabe. Wenn Famke ihr Mobiltelefon lädt, lädt es 2% pro Minute. Das hier ist Zunahmerate. Und wenn Famke ihr Mobile benutzt, entlädt es sich mit 5% pro Minute. Das hier ist Abnahmerate. Famke hat einmal ihr Mobiltelefon für eine gewisse Zeitdauer benutzt. Diese gewisse Zeitdauer sei T und danach doppelt so lange geladen. Das heißt hier 2 mal T. Zum Schluss ist ihr Mobiltelefon 10% weniger geladen. Das hier ist die Änderung. Gefragt ist, wie lange hat Famke ihr Mobiltelefon benutzt und wie lange hat sie es geladen? Die Gleichung hier sollte lauten Zunahmerate minus Abnahmerate gleich Änderung. Das heißt, 2 mal 2t minus 5 mal t ist gleich minus 10, weil es weniger wird. Das heißt, 4t minus 5t ist gleich minus 10, minus t ist gleich minus 10, t ist gleich 10 Minuten. Das heißt, Famke hat ihr Mobiltelefon 10 Minuten lang benutzt und die Ladezeit ist dann 20 Minuten. Ja? Nächste Aufgabe. Wir quadrieren die beiden Seiten. Und bekommen wir hier links x² minus 5 und rechts x² minus 10x plus 25. Das weg und wir haben minus 10x ist gleich minus 30. Das heißt, x ist gleich 3. Nun testen wir. 3 Quadrat minus 5 ist gleich 3 minus 5. Wurzel von 4 ist gleich minus 2. Hier 2 ist gleich minus 2. Das ist falsch.
Das heißt hier, die Lösungsmenge ist gleich leere Menge oder keine Lösung. Vielen Dank fürs Anschauen, lern gut und viel Erfolg. Auf Wiedersehen.